Jo Leute, ihr wolltet wissen, was ich aktuell für Düfte besitze und heute in diesem Video stelle ich euch meine Duft-Collection vor. Duft-Collection ist eigentlich schon übertrieben gesagt, denn ich bin nicht so der Sammlertyp, sondern grundsätzlich eher der minimalistische Typ. Heißt, aktuell besitze ich schon für meine Verhältnisse relativ viele Düfte, werde aber auch einige wieder austauschen, weil ich einfach nichts besitzen möchte, was ich nicht zwingend brauche oder was mir aktuell irgendwie nicht zwingend einen großen Mehrwert bietet. Von daher versuche ich immer, meine Düfte als auch alles andere relativ simpel und minimalistisch zu halten. Nichtsdestotrotz möchte ich euch heute die Düfte vorstellen, die ich aktuell besitze. Und Leute, wie immer verlinke ich euch selbstverständlich alle Düfte unten hier in der Infobox. Also falls ihr euch für einen Duft interessiert, schaut da gerne mal rein. Starten möchte ich mit meinem Reiseduft und zwar den Duft von Calvin Klein, den CK1. Das soll angeblich der Duft sein, der als erstes als Unisex-Duft vermarktet wurde. Ist ein super frischer Duft und ich habe ihn mir einfach geholt als Reiseduft, weil der einfach einen super schmalen Flakon hat und der einfach perfekt in so einen Beauty-Case passt. Zum Reisen eignet er sich perfekt. Ist ein sehr frischer Duft, hat wirklich extrem frische Duftnoten wie Mandarine, Papaya, Bergamotte und Zitrone in der Kopfnote und in der Herznote grüner Tee, Muskat, Veilchen, Jasmin. Also ein Duft, der auf jeden Fall sehr frisch ist und der tatsächlich auch, wie ich es eingangs gesagt habe, auch von beiden Geschlechtern sehr gut getragen werden kann. Die 100 Milliliter vom CK1 kosten gerade mal 40 Euro. Weiter geht's mit meinem vorherigen Reiseduft, den ich davor als Reiseduft verwendet habe, auch aufgrund dessen, weil es ein sehr minimalistischer Flakon ist, sehr flach und zwar Jill Sander Sunman. Ich glaube, der Name sagt es schon, ist ein Sommerduft, ein sehr frischer Sommerduft, aber anders wie der CK1, einfach so ein bisschen blumiger. Ihr könnt es euch so vorstellen, wenn man in Bildern spricht, wenn ihr nach einem Sommerlauf gerade nach Hause kommt, ja, euch frisch geduscht habt und mit Freunden noch irgendwie ein isotonisches Getränk trinken möchtet, ja, da knallt man den drauf. So riecht für mich dieser Duft. Den kann man überall perfekt im Sommer tragen. Leicht, frisch, etwas blumig. Das spiegelt auch nochmal die Duftnoten wieder. Also wirklich ein schöner Duft für den Sommer, für den Mann. Und der Preis liegt bei 40 Euro für die 100 Milliliter. Das Einzige, was ein bisschen schade ist bei dem Duft, dass er meiner Meinung nach relativ schnell verfliegt, aber für mich immer noch ein wundervoller Sommerduft. Kommen wir von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga. Zu diesem Duft und zwar zu Chanel Egoist Platinum. Ebenfalls ein sehr frischer Duft, allerdings mit einer gewissen Würze mit dabei. Ich habe den Duft verglichen mit dem 10er beim Fußball, denn der 10er beim Fußball, der hat so eine gewisse Leichtfüßigkeit, so eine gewisse Frische, aber auch das besondere etwas und die gewisse Würze und Stärke und genau das spiegelt der Duft für mich wieder. Er hat nämlich in der Kopfnote sowas sehr Frisches. Lavendel ist, glaube ich, mit dabei. Dann wird es ein bisschen, dann entwickelt der Duft sich so ein bisschen und dann wird es ein bisschen würziger und genau diese Würze finde ich halt extrem gut. Ein Duft, den man wirklich sehr gut im Sommer tragen kann, aber auch über das ganze Jahr verteilt. Ein Klassiker, kann ich euch wärmstens empfehlen. Bei den vorherigen Düften konnte man sagen, beim Jill Sander Sun und beim CK1, da hat man vielleicht noch in der Jugendabteilung gespielt beim Fußball und hier kommt man dann in die Herrenmannschaft, den trägt man dann, wenn man wirklich zum Mann wird. Die 100 Milliliter kosten ca. 80 Euro. Weiter geht's mit einem weiteren Sommerduft und zwar der Prada L'Homme. Der Prada L'Homme, der spiegelt für mich irgendwie Folgendes wider. Du bist gerade in Ibiza am Strand mit einem Hemd über, vielleicht vor ein paar Stunden noch mehr gewesen und gerade setzt du der Beat vom DJ an. So schöne Lounge-Musik, die auch ein bisschen derber werden kann, aber du tanzt so dem Sundowner entgegen. Das spiegelt für mich dieser Duft wieder. Ein leichter, kühler Sommerduft, der super frisch wirkt und den kann ich wirklich jedem Mann ans Herz legen, der auf leichte, frische Sommerdüfte steht, der aber trotzdem langanhaltend ist. Also wesentlich langanhaltender als zum Beispiel so ein CK1 oder so ein Jill Sander. Ein wirklich richtig schöner Duft mit super schönen Duftnoten und die 100 Milliliter erhaltet ihr für ca. 90 Euro. Machen wir weiter mit einem wundervollen Duft und zwar von Narciso Rodriguez For Him Bleu Noir. Ich versuche diesen Duft auch einfach mal so in Bildern zu beschreiben. Gerade eben waren wir noch auf Ibiza am Strand und haben den Sundowner entgegengetanzt. Jetzt sind wir mittlerweile auf dem Boot, ja, auf so einem Segelboot, schippern gerade so ein bisschen an der Küste entlang, wo das Meer verschiedene Tiefen hat. Einige Stellen des Meeres sind ein bisschen tiefer, deswegen auch ein bisschen dunkler und einige Stellen des Meeres sind nicht so tief, deshalb auch ein bisschen blauer. Und das sieht man hier auch nochmal an dem Verlauf des Flakons. Der hat so einen fließenden Übergang von schwarz zu blau. Genau, das ist für mich so ein bisschen der Duft. Man kann den Segelturn auch noch ein bisschen verlängern, indem man zum Beispiel nochmal ins Wasser
Wasser springt, vielleicht noch ein altes, versunkenes Schiff antaucht und später dann auch ein wundervolles, spätsommerliches Abendessen hat. Also das ist ein richtig schöner Duft, der auch sehr individuell ist. Und die Duftnoten spiegeln das auch nochmal so ein bisschen wider. In der Kopfnote haben wir Kardamom und Muskat, in der Herznote Moschus und in der Basisnote kommt dieses Holzige noch ein bisschen raus mit blauer Atlaszeder, Ebenholz und Vetiver. Den Duft erhaltet ihr für ca. 70 Euro die 100 Milliliter. Wir bleiben auf dem Meer und zwar bei Johnny Depp beim Fluch der Karibik bei Dior Sauvage. Ist ein richtig schöner Duft, ein sehr süßer Duft, der vor allen Dingen sehr langanhaltend ist und deshalb finde ich den Duft auch sehr gut. Ich finde, dass mein Geschmack sich mit der Zeit so ein bisschen geändert hat. Deshalb würde ich ihn mir wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, weil er mir mittlerweile sogar schon ein bisschen zu süß geworden ist. Aber er hält wirklich lange an, kommt bei den Frauen sehr gut an und ist ein Duft, den man definitiv sehr gut verwenden kann. Ich persönlich würde mir nicht nochmal kaufen. Wenn ich nochmal mir einen Dior Sauvage kaufen würde, würde ich den Elixier kaufen. Nichtsdestotrotz ein guter Duft, der auch immer noch bei mir im Badezimmerschrank steht, der wahrscheinlich aber möglicherweise bald ausgetauscht werden wird. Die 100 Milliliter erhaltet ihr aktuell roundabout für 80 Euro. Vom Wasser schippern wir jetzt zurück an Land und wir machen weiter mit einem richtig schönen, intensiv riechenden Duft von Hermès und zwar Terre d'Hermès. Warum sind wir jetzt wieder an Land angekommen? Weil dieser Duft einfach die Elemente der Natur und Erde und dem Mann widerspiegeln soll. Einfach das, wo der Mann herkommt. Es ist ein geerdeter Mann, ja, ein bodenständiger Mann. Das soll der Duft so ein bisschen widerspiegeln. Er ist leicht frisch in der Kopfnote, wird dann aber sehr erdig, hat holzige Akkorde mit dabei, ist ein sehr langanhaltender Duft, ein sehr intensiv riechender Duft, der sich auch mit der Zeit so ein Stück weit entwickelt. Ich muss sagen, man muss den Duft mögen und man muss ihn auch auf jeden Fall vorher riechen und einfach ein paar Mal ausprobieren, bevor man sich ihn zulegt. Wie gesagt, einer meiner Lieblingsdüfte, den ich eigentlich immer verwenden kann und auch auf den ich irgendwie immer Lust habe. Ein wundervoller Duft, der ja einen bodenständigen Mann widerspiegelt. Ja? 100 Milliliter von dem Duft erhaltet ihr für 100 Euro. Und wem der Duft ein bisschen zu alt ist oder ein bisschen zu erdig ist, der sollte mal den H24 von Hermès ausprobieren. Der ist jetzt kürzlich erst rausgekommen und der ist einfach für mich die frische Variante und die jüngere Variante von dem Terre d'Hermès. Auf jeden Fall empfehlenswert, solltet ihr mal auschecken. Alle Gentlemen, aufgepasst! Jetzt geht's weiter mit einem Duft für euch. Und zwar mit dem Gucci Guilty Pour Homme Absolut. Ein absolut mega intensiver Duft. Wahnsinn. Und dieser Duft spiegelt für mich zwei Sachen dar. Leder und Holz. Mega. Also dieser Duft ist super intensiv, ist auch sehr außergewöhnlich, muss man sagen. Hält auch super lang an und da muss man ein Typ für sein. Ja? Wenn ich diesen Duft in Bildern beschreiben würde, würde ich es wie folgt machen. So ein alter, englischer, richtiger Gentleman sitzt in einer Bar, vielleicht sogar in seiner eigenen Bar, raucht eine Zigarre, genießt seinen Whisky, seinen Drink und genießt einfach den Abend. Könnte auch einen Doppelreiher anhaben, so als Anzug, einen schönen alten, so einen schönen klassischen Doppelreiher oder so eine richtig alte Lederjacke, würde auch funktionieren. Auf jeden Fall ein Duft für die Gentlemans da draußen und wahrscheinlich auch für die etwas ältere Generation. Ich weiß nicht, ob viele junge Leute auf diesen Duft abfahren, aber wie ich finde, ein sehr tiefer, langanhaltender Duft, der auch sich nicht irgendwie verläuft, sondern der eigentlich durchweg eigentlich immer gleichbleibend ist. Von daher, Leute, riecht den Duft, ja, und überlegt dann, ob ihr den haben wollt. Das ist wirklich schon eine sehr außergewöhnliche Nummer. Der Duft wurde übrigens vom Meisterparfümeur Alberto Morillas kreiert und 100 Milliliter von diesem Duft kosten roundabout 80 Euro. Last but not least kommen wir zum letzten Duft von mir und zwar meinen Weihnachtsduft, den ich ungefähr so ab Oktober, November so trage, um mich auf die Weihnachtszeit so ein bisschen einzustimmen. Den Duft von Tom Ford Wood Wood. Ist hier an dieser Stelle auch der teuerste Duft, den ich besitze, denn 100 Milliliter von diesem Duft kosten sage und schreibe 300 Euro. Ist ein sehr teurer Duft, aber ich muss sagen, Qualität hat seinen Preis. Ich finde den Duft wirklich phänomenal. Ich kann den Duft bestenfalls mit einem Weihnachtsabend beschreiben. Wenn man in die Kirche geht, dann hat man so einen leicht weihrauchigen Geruch. Dann entwickelt der Duft sich so ein bisschen. Man ist zu Hause, man hat ein deftiges Essen, ein würziges Essen und später bekommt man dann den Nachtisch, so einen karamellisierten Nachtisch. Und das ist für mich so ein bisschen der Duft. Also deshalb spiegelt der Duft für mich auch so diesen
perfekten Weihnachtsabend wieder. Ein richtig schöner Duft, ein sehr holziger Duft, ein sehr würziger Duft, der auch was Weihrauchiges am Anfang hat, der sich aber auch, wie gesagt, mit der Zeit einfach so ein Stück weit entwickelt. So Leute, das sind die Düfte, die ich aktuell besitze. Schreibt gerne mal in die Kommentare rein, was ihr zu meiner Collection in Anführungsstrichen sagt. Wie gesagt, ich werde den einen oder anderen Duft einfach auch bald austauschen, weil mir persönlich ist es einfach schon zu viel. Ja, also für mich sind das eigentlich schon zu viele Düfte, die ich aktuell hier besitze, weil ich eher so der minimalistische Typ bin. Nichtsdestotrotz werde ich immer mal wieder neue Düfte ausprobieren. Nicht nur für euch, sondern auch für mich, weil ich finde es gut, wenn man so eine Duft-Collection einfach flexibel handhabt, dass man einfach auch von Zeit zu Zeit seine Düfte einfach mal wechselt. Ich freue mich auf eure Kommentare, wünsche euch viel Spaß und bin sehr gespannt, was ihr zu meinen Düften sagt. Haut rein, macht's gut, bis bald.